So, und direkt weiter hier. Im Gefecht. Und da kommt er schon. Du kommst hier nicht raus. Meinst du nicht? Messer rein, Gedärme raus. Okay, jetzt holt er seine Knips-Knaps. Schnippi-Schnappi. Guter Junge, jetzt geht's los. Naja, komm, komm, komm. Lass uns das gleiche Spiel wie gerade machen. Ich säg dir einfach mal deinen schönen Rücken in zwei Hälften, okay? Alles gut, alles gut. Oh, fuck. Oh, gerade noch so geblockt, das Ding. Ich wollte mir gerade was über die Wunde kippen, verdammt. Kannst du denn jetzt einfach dann anhitten, du Dreckiger? Meine Kettensäge ist gleich alle. Hol der Moped raus! Komm mal ran hier. Fuck! Muss nur wegen seiner Knipsattacke aufpassen, ne? Weil alles andere kann ich abwehren. Komm mal ran hier. Komm, hier lang, komm. Komm, Opochen. Boah, Controller, hör auf zu nerven, ey. Nein! Komm, gib mal kurz ein bisschen. Fuck it. Sieh jetzt an, die scheiß Säge. Sieh's an. Der blockt. Oh, mein Leichensack ist weg. Komm schon! Ich hab keine Spritze mehr. Ah, fuck! Ah, übrigens der erste Endgegner, liebe Leute, ne? Das heißt, es kann hier durchaus etwas länger dauern. Aber ich meine, wir werden besser, ne? Wir werden besser, wir kriegen langsam Koordination rein, mehr oder weniger. Oh, aber es ist verdammt hart. Jack kann äußerliches Gewebe leicht wieder regenerieren, aber je tiefer sie ihn treffen, desto verwundbarer wird er. Naja gut, ist klar. Wenn ich in das Ding durch die Arschkimme ziehe, dann tut das ein bisschen mehr weh, als wenn ich in eine Scheibe Arm abschneide. Verdammt. Ach, hier war der Raum. Okay, wollte ich gar nicht hin. So, hier lag nichts weiter. Gehen wir nochmal rein. Quatsch mal den toten Deputy. Da hängt er. Okay. Er will nicht mit uns reden, okay. So, da war das. Wir gucken nochmal ganz kurz runter. Aber mit dem Heilkraut konnten wir eh nichts anstellen, ne? Das heißt, das ist auch schon weg. Okay. Okay, okay, okay. Wir nehmen das einfach mal. Da sind Objekte, da sind Objekte. Ach, sehr lustig. Zeigt denn echt alles an. Was übersehen hier? Da hinten. Ah! Ja, guck mal eine an. Jetzt fehlt uns das Kraut natürlich, ne? Natürlich, was sonst? Scheiße. Jetzt fehlt uns das Kraut. Da war nur die Kiste.
Kommen wir noch nicht ran. Scheiße. Hier noch irgendwas übersehen? Guck mal ganz kurz, wenn wir mal. Wobei, jetzt ist eh vorbei. Okay, pass auf. Ja. Flüssige Chemikalie. Brauchen wir Schießpulver für. So leid es mir tut, aber... Oder? Ich glaube, wir konnten nichts machen, ne? Da brauchen wir das Kraut für. Da hinten war doch ein Kraut, oder sehe ich, das falsch? Da muss ja irgendwo ein Kraut gewesen sein. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. So, da war das. Ach, Schießpulver war das, okay. Schießpulver, das heißt, wir müssen das hier... Pass auf, wir schmeißen das einmal raus. Ja. Nehmen das mit und dann können wir nämlich auch ein bisschen Munition craften. Verbessert. Sag nicht, weil wir keinen Inventarplatz haben, macht der. Na! Okay, einmal wegschmeißen. Den einen Schuss. Komm, weg damit. Wir brauchen den Platz. Hä? Check ich nicht. Ach, das ist... Ach, alles klar, okay. Doof gewesen jetzt von mir. Aber die können wir machen. So, dann haben wir wieder zwei Slots frei und auch Platz für die Kettensäge. Das passt schon mal. Dann können wir damit weiterarbeiten. Okay, auf ein neues. Und jetzt schneiden wir ihn in hauchdünne Schinkenscheiben. Im Idealfall. Ja, komm. Komm mal hinterher. Ich geh schon mal hier hin. Na, du aber auch nicht. Komm, schlitz ihn, schlitz ihn, schlitz ihn. Ih, guck mal, der Kiefer da, ey. Alter, ist das ekelhaft. Genau, reiß das mal auf. Nehmen wir uns bei die Kettensäge, ne? Wir sind ja Best Friends hier. Genau, guck mal. Nimm mal. Dankeschön, ich nehme die schon mal. Dankeschön, sehr nett von dir. Jetzt geht's rund hier. Komm, schneid ihn das Ding richtig schön in den Hals rein. Ja, genau so. Dann haben wir den Punkt schon mal erreicht, der hoffentlich sehr, sehr schmerzhaft ist. Mein Vibrator, mein Controller vibriert hier vor sich hin. Kann übrigens auch blocken, mein kleiner Freund. Oh fuck, ich muss meinen Motor anziehen. Läuft? Läuft, sehr gut. Auf jeden, sehr spaßig. Lass uns Best Friends werden. Komm, knipst dir einen zurecht. Komm, Finger schneiden, Fingernägel schneiden. Okay, vielleicht auch die ganze Finger und die ganze Hand. Ah, ich bin nicht besorgt, Junge. Jetzt, ich werde gerade erstmal wild hier. Jetzt müssen wir aufpassen. Auch dann nehme ich den Pfosten da weg. Und damit meine ich nicht mich. Bitteschön. Und nochmal schön rein da ins Gemächt. Mein Controller hat seinen Tisch erreicht. Okay, ich nehme mal kurz ein Spritzchen. Hör auf damit. Das ist eine Schere. Fuck, fuck. Oh mein Gott, raus da, raus da, raus da. Ah, komm schon, nächste Trank. Hau dir was drüber. Ah, fuck. Zieh's nicht an. Okay, und jetzt nochmal rein da. Jetzt gib ihm, verdammt, gib ihm!
Ich mach richtig Matschepampe raus da. Der ist noch nicht fertig. Ich sagte, der steht noch mal auf der Pimmel. Ich wollte Pene sagen, aber ich hab's noch anders überlegt. Wo willst du hin? Hier ist Schluss für dich. Und wetten, der regeneriert sich auch noch mal wieder? Und bleib tot. Wir haben es geschafft, Leute. Ich weiß nicht, wie lange, ob er noch mal wiederkommen wird, aber erstmal haben wir es geschafft und ich leg die Kettensäge nie wieder aus meiner Hand raus. Du bleibst für immer bei mir. Aber jetzt erstmal schön stumpf machen, natürlich. Wahrscheinlich die Schneide abgebrochen, ja, war klar. Steck ihn das noch in den Arsch, ey. Nimm das Ding, steck ihn das so richtig tief in den Arsch rein. Damit er auch gar nicht mehr aufstehen kann, weißt du? Damit er morgen noch was von hat, der Spinner. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Ah, erste Hilfe-Arznei, sehr gut. Brauchen wir die? Ne, wir sind noch relativ grün. Alles grün, alles grün. Okay. Munition haben wir noch, wir haben Messer noch. Es ist eigentlich alles im guten Bereich. Ich muss kurz gucken, wo wir jetzt hier lang müssen. Leichenhalle, da hoch, da rum. Dann sollten. Achso, warte mal, was haben wir denn hier? Den Hundekopf haben wir bekommen. Der Hundekopf war, ich muss ganz kurz gucken. Da ist Scorpion, das heißt, wir müssen komplett zurück, ne, wenn ich das richtig sehe. Weil wir haben zwei Hundeköpfe, dann machen wir das erstmal. Aber erstmal hier wieder auf gute Waffe wechseln. Warte mal, wir können auch einmal wechseln und dann nachladen. Okay, macht er direkt, sehr gut. Na, man weiß ja nie, was hier kommt. Gleich steht er nochmal auf. Tritt hier voll in den Arsch. Ich hoffe, dass er zwischengespeichert hat, ey. Nicht, dass wir gleich sterben und den Scheiß nochmal machen müssen. Mit Dr. Bob hier. Alter Falter. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo wir lang müssen. Rechts in die Werkstatt. Warum noch gar nicht, ne? Andere Seite versperrt, okay. Okay. Einmal hier rum, dann rechts. Und dann hier die Treppe hoch. Und dann vor allem erstmal speichern. Ganz, ganz wichtig, liebe Leute. Ganz wichtig. Hi, Oma. Alles klar? Hast du mir gefehlt? Dein Sohn ist böse, Junge. Dein Sohn ist ein böser Junge. So, übersteigen, ja. Alter, mein Herz. So, okay. Also das war der Brief. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir hiervon gebrauchen können, ey. Was ist das denn? Schatzfoto? Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Ist vom Kamin gewesen, ne? Habe ich das noch nicht gemacht? Oder sind wir danach gestorben? Andersrum? Ich weiß nicht, hatten wir das jetzt schon oder hatten wir es noch nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ob wir danach nochmal gestorben sind. Na egal. Kann erstmal rüber. So, das behalten wir. Die Verteidigungsmünze behalten wir auch. Schussflintmunition nehmen wir erstmal rüber. Brauchen wir gerade nicht. Können wir später zur Not nochmal wiederkommen. Wenn wir es benötigen sollten. Aber gerade passt es. Okay, dann passt das alles. Speichern müssen wir nochmal schnell. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Okay, hier ist nichts weiter. Oma, ich könnte dich jetzt auch einfach erschießen, ne? Na du? Heute Abend schon was vor? Da ist King Scorpion. Geht's da raus? Ah, wir kommen hier raus. Sehr gut. Okay. So, Hundekopf. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz gucken. Wo war denn hier ein Hund? Da hinten ist die Vorratskammer, da ist eine Krähe oder so. Ist ja wenigstens wieder offen. Also gut, hier kann ich jederzeit wieder rein, das ist gut. Kann ich das jetzt Abkürzung nehmen? Und wir müssen immer noch da rein. Also, wir haben jetzt Munition für die Flinte. Wir können sie aber nicht gebrauchen, weil wir halt nicht die nötigen Sachen dafür haben. Das ist das Problem an der Sache. So, was haben wir denn hier? Das ist die Schlange. Wir haben noch kein Schlangensymbol. Das ist das Problem an der Sache. So ein schönes Foto.
Auch die Schlange, ne? Ja. Hier ist auch die Schlange. Also drei Türen ist jetzt schon gefunden für die Schlange. Da haben wir viel zu erkunden nachher. So. Hier war das Tape. Komm ich denn jetzt hier? Ah ne, hier war gar nicht die Mutter. Warte mal, warte mal. Was zur Hölle war das? Irgendwas poltert hier. Und das klingt nicht, als wäre es die Mutter. Das klingt nach irgendwas Großem. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier haben wir alles. Okay. Wo müssen wir denn jetzt lang? Warte mal. Warte mal, da ist Skorpion. Da ist Skorpion. Warte mal. Großmutters Zimmer ist ein Skorpion-Abzeichen. Mal, können wir hier noch irgendwie aufmachen? Nee, kommen wir nicht rein. Aber doch, wir haben doch einen Dietrich. Warte mal, warte mal, warte mal. Konnt ihr ihn damit nicht verwenden? Ja! Nice, Flintenmunition. Das heißt, wir rücken unsere Flinte mal näher hier. So, wo war dein Großmütterchen? Da ist Großmütterchens Zimmer. Hallo, Großmutter. Ich hab da was. Okay, die müssen wir einmal austauschen nachher. So. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seitdem Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Ihr Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Crawford Lang, allgemeines Krankenhaus in Dalvey. Okay, also sie ist wahrscheinlich auch damit verseucht. Sie ist wahrscheinlich auch schon 500 Jahre alt oder so, ne? Also ist einfach noch nicht gestorben, weil sie einfach immer wieder aufsteht. Das alte Luder. Guck mal, Omas Gebiss gefunden. Nice. Vielleicht ist es deshalb so still. Sie kann einfach nicht reden, weil sie keine Zähne hat. Was war das? Achso, okay. So, ansonsten haben wir alles, ne? Sieht gut aus. Keine Wackelpuppe. Schöne Bilder. Paar Kerzen. Läuft bei ihr. Ach hier, warte mal. Waren wir hier schon dran? An Omas alten Schlüppers? Oh, da ist nichts weiter. Schade. Okay. Okidoki. Jetzt müssen wir wieder runter. Und ganz ehrlich, ich habe leichte Panik. Aber ich glaube, das ist ein bisschen risky, was wir hier machen gleich. So, da geht's runter. Dann gehen wir da erstmal lang. Wir müssen da jetzt runterkommen. Ohne von irgendeinem erschlagen zu werden. Kriegen wir das hin? Okay, jetzt schnell. Nimm das Ding. Können Sie Flinten nicht nehmen, weil Sie viel. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ah, wir tragen so viele Objekte. Komm, wir heilen uns erstmal. Dass man die Flinten nicht aber ablegen kann, ne? Das nervt mich ein bisschen. Das heißt, man muss echt wegschmeißen. Das ist doch scheiße. Welche Munition ist das? Pistolenmunition, die normale. Das ist die normale. Ach, uns fehlt das Schießpulver, okay. Das Scheißpulver. Ach komm, weg damit. Wenn wir die Flinte haben, haben wir erstmal genug Munition. So, dann rüsten wir einmal die. Achso, warte mal, können wir dann. So? Nee. Genau, nimm die mal, steck die da rein. Dann haben wir jetzt eine Flinte mit 6 Schuss. Geile Scheiße. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben jetzt die Hundsköpfe. Warte mal, was war das? Überwachungsraum? Was war denn Überwachungsraum? Ach, da kommen wir doch gerade her, ne? Genau. Da oben ist das. Ach, scheiße, wir sind doch so doof, ne? Die Truhe ist doch direkt hier. Irgendwo war doch noch eine Uhr. Aber wo?
Oben, oder? Oben. Ich glaube, oben war die. Wir gehen nochmal kurz hoch. Kommen die Köpfe hier rein? Tatsache. Vielen Dank für die Info im Stream. Da fehlen noch ein, zwei und der Körper. Also ein Kopf und der Körper fehlt noch. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter und gucken mal, ja, vor allem, wo es dann weitergeht. Hier, warte mal. Da ist die Schlange. Also irgendwie müssen wir noch zur Schlange kommen. Da ist die Eingangshalle, da waren wir schon. Ich höre was. Okay. Alles gut. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Bis gleich.